Willkommen bei Stardew Valley mit Meyers TV und Bionalu. Herzlich willkommen zurück. Seid froh, dass ihr das gerade nicht gehört habt. So. Alles doppelt, auch die schönen Geräusche. 5198 haben wir eingenommen. Schön. Ja. Und ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe so viele Fische gefangen. Mit dir, also deinem Charakter. Dass du ein paar schöne Sachen abgeben kannst. Ja, ich werde erstmal hier ein bisschen kurz Hofarbeit machen. Na? Kann ja nirgendwo richtig langlaufen. Bleib überall hängen. Gut. Oh, ja, du kannst richtig viel in meinem Haus abgeben. Gut. Ach ja, es ist ja schon die Felderweiterung. Schön. Müsst ihr denn noch was zeigen? Ich habe mir nämlich was gedacht. Ein kleines System. Ich hoffe, es funktioniert. Und zwar, wir werden hier oben nur noch einmal einen Ladetopf lassen. Der wird uns zeigen, dass die anderen alle fertig sind. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja. Ich habe hier unten auch noch welche. Die zwei würde ich jetzt hier einfach stehen lassen. Darf ich dir mal unseren Schuppen von innen zeigen? Warte mal kurz, weil ich habe hier noch. Du müsstest irgendwas Prähistorisches in deinem Inventar haben. Ich habe da eine Theorie. Soll ich die laut sagen? Nee, du hast irgendwas Prähistorisches. Das habe ich in die Truhe gepackt, da am Strand. Oh Baby, ich habe was Prähistorisches in meiner Tasche. Nee, ich meine es fürs Museum. Wir können ja gleich nochmal schauen. Ich versteck mich. Ich versteck mich gerade. Draußen das Pass zeigt uns eben an, dass auch die hier drin fertig sind, müssen wir noch dran denken. Ach, die laufen alle noch. Ja. Die sind relativ frisch befüllt. So, ein paar Sachen können wir noch pflanzen. Mal gucken. Auch die Bierfässer? Da rein? Erst wenn sie fertig sind, sonst ist alles kaputt. Okay. Okay, wenn du sie jetzt quasi abbauen würdest, dann wäre der ganze Inhalt weg. So alles, was du reingemacht hast, wäre dann verloren. Naja, ich gehe erstmal sortieren. Das ist eine gute Idee. Du kannst ja gleich mal in den Greifer gucken. Ja, nehmen das noch im Vortag hier auf. Gut. So, Eier. Okay. Gut. Schön. Na? Ich verdrück mich hier mal. So, jetzt habe ich das schon mal gemacht. Damit die auch wieder reinkommen. Sag mal ein Hallo hier. Die Kühe haben keine dicken Euter mehr. Sehen die unterschiedlich aus? Keine Ahnung. Am Vortag sahen sie dicker aus. Endlich jetzt? Das ist mir noch nie aufgefallen, aber wenn du es sagst. Gut. Haben wir das schon mal gemacht? Und haben wir auch eine Truhe in der Dienst drin? Hat gar nicht geschaut. Doch, Hammer. Kommt das hier mal rein? Ich hab so viele Eier im Inventar, was soll ich denn damit machen? Eierpudding. Wir brauchen eigentlich, ne, noch ein paar Mayo-Maschinen und ein paar Käsepressen. Ja, stimmt.
Weil wir haben zwar ein bisschen Zeug, aber nicht allzu viel. Ist irgendwas für das Museum? Nee, aber fürs Gemeinschaftshaus. Ja. Museum habe ich. Auch Gemeinschaftshaus, ja. Ja, dann wo? Die Krabbe? Ja, wie gesagt, ich muss es dir raussuchen. Gut, ich schau mal hier nach. Was das hat, wenn es leuchtet hier? Wenn man es prüfen kann, weißt du, ne? Ja. Einfach Mauszeiger rauf. Also. Oh, ist ja alles voll hier. Also in der Schrankenkiste ist immer die Hasenpfote, die kannst du mitnehmen. Wo ist deine Hasenpfote? Ist diese rechts in der Schranke? Ist so eine weiße Mohrrübe. Nee. Doch. Ja, schon drin, aber das Zeichen reagiert nicht da. Du musst die erst rausnehmen. Und das ist nein. Geh mal raus aus der Kiste. Geh mal auf E. Jetzt hat den Mosszeiger rauf. Ach, das ist das Gemeinschaftszentrum. Ja, siehst du das Blinken? Du kannst mir schon vertrauen, ich habe doch vorher nachgeguckt, bevor ich dir das gesagt habe. Okay, ich dachte, das sieht man schon, wenn es im Inventar, also wenn es in der Truhe ist. Nee, leider nicht. Das ist irgendwie nicht so optimal. Würde ich auch gut finden, aber so ist es nicht. Gut, dann sag mir noch was. Ja, Augenblick, ich warte noch. So. Das war lieb gemeint, aber beim Tierbündel ziehen mich Hammer noch nicht. Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir mehr Tiere haben? Ja, wir haben schon eine Kuh mehr. Eine Kuh mehr. Ist mir aufgefallen. Ist dir aufgefallen, dass manche Kühe aussehen wie Ziegen? Ja, wir haben Ziegen. Das ist mir nicht aufgefallen. Geh mal nochmal nachgucken. Nee, nee, keine Zeit. Mach ich morgen, wenn ich sie streiche. So, bin ich fertig mit gucken? Drei habe ich schon gefunden. Warte mal, ich muss mal bei den Fischen mal gucken. Also, wir haben eine Aal. Katzennetz haben wir noch nicht. Wir haben einen Karpfen. Einen Buntbarsch müssen wir noch gucken. Wo wir den herkriegen. Und den Geisterfisch. Ich dachte, den habe ich auch wo. Amarant, wo kommt denn der her? Vielleicht habe ich den geerntet, aber nicht so ganz. So. Ja, mir fliegt hier einige zu. Ich lege dir Sachen hin, ja? Komme. In der Schwankenkiste? Das sind die rechts, wie die andere. Was? Wo? Die andere. Die andere, achso. Ich darf direkt noch drei Fische drin und die kriegst du mit. Die und die Hasenpfote kannst du spenden. Okay. Und dann gehe ich mal hinter. Da noch was Schönes für uns hat. Ach, ist ja Freitag. Stimmt ja. Bei Kobus kann ich ihnen keinen Sprinkler leisten. Dafür sind wir gerade zu arm. Ja, aber wir haben ja diese schöne Maschine. Ja, das ist cool, ne? Ich würde super gerne noch am liebsten gleich zwei Heu-Silos machen. Weil Heu im Winter und wir haben ja bald Winter. Da müssen wir die Tiere auch irgendwie durchfüttern. Die Zeit vergeht. Ja. Aquarium. Normaler Sprinklappe. Nee. So. Die Hasenfutter möchte der Zauberer. Das an diesem Freundschaftsbündel. So, Bündel komplett eins. Was gibt es? Ein verkleideter Dreher.
Angepumpster? Verkleideter Dreher. Was ist das? Ein Angelgerät. Ah, Der gut. metallene Anhänger und die farbenfrohe Luftschlange sind ein verlockendes Spektakel für Fische. Erhöht die Beißkraft. Gut. Das ist schön. Oh, nächstes Bündel komplett. Kleiner Leuchtring. Naja. So, was habe ich noch hier? Ich habe nur noch die Hasenpfote. Das ist der Zauberer. Wo ist der Zauberer? Guck mal bei dieser Anschlagstafel neben dem Aquarium. Zauberer. Gut. Auch ein Bündel komplett. Gut. Gut. Was jetzt noch fehlt, ist Trüffel, Spiegelei und Maggi-Rolle. Aha. Eine Maggi-Rolle. Ja, die Kochrezepte können wir uns eigentlich erst holen, wenn man kochen kann. Das heißt, wir müssen das Haus ausbauen. Da brauchen wir sehr viel Holz und 25.000 an Geld. Da müssen wir noch ein ganz bisschen sparen. Da bin ich wieder. Warum schlägst du? Warum? Wenn ich nach unten stehe, solltest du auch unten schlagen. Und nicht nach oben. Wo bist du denn? Na, guck doch mal auf die Zeit. Im Bett oder wie? Ja. Noch lange nicht. Du kannst ja auch noch ein bisschen Holz holen. Oder irgendwas anderes machen. Du musst mal langsam deine ganzen Werkzeuge aufrüsten. Die sind ja immer noch auf der Anfangsstufe teilweise. Wenn ich hier schon eine Goldspitzhacke habe, bist du immer noch mit Kupfer umgerannt. Ja, ich verstehe schon ein paar Fässer, die fertig sind. Genau. Und dann gleich schon wieder befüllen. Ach so, hier oben geht also nicht mehr. Also ich mache mal zwei rein Fässer, dann lasse ich wieder einen Gang dazwischen und dann wieder zwei rein. Das ist für mich so die einfachste Variante, die zu befüllen. Es gibt noch andere Varianten, da kommen ein paar mehr Fässer unter, aber... Ja, es hat aber funktioniert gerade. Muss ja nicht alles mega effizient sein. So. Ja. Was kann man hier noch reinlegen? Soll ich den Wein verkaufen? Ja, kannst du machen. Gut. Das Bier wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Es sei denn, du willst es noch verschenken. Also rein theoretisch ist ja Bier ein super Geschenk. Ich behalte mal zwei. Zum Verschenken. Ja, Pam und Shane, die sind ja da total wild drauf. Wir haben nur keinen Platz in der schwarzen Truhe. Doch da. Gut. Den Mehlkübel brauche ich ja jetzt nicht mehr. Nee, den kannst du tatsächlich verkaufen. Du wirst ihn nie wieder brauchen, um auch so nicht abzulegen. Gut. Dann habe ich hier Platz für dich Eisen. Gold, ist da Platz drin? 1 Uhr! Ja, ich hab doch ein Set da. Wenn okay. Wir Trüffel wollen. Den Mähkübel kann man nicht verkaufen. Erzähl weiter. Dann schmeißen weg. Oder gehst du Mani und verkaufst ihn da? Okay. Ach, da bist du ja. 1.30 Uhr und ab ins Bettchen. Gute Nacht. Jetzt konnte ich gar nicht aussprechen. Dann erzähl jetzt mal zu Ende. Dann erzähl jetzt mal zu Ende. Ich sag jetzt, was ich dir sagen wollte. Dann streng deine grauen Zähne an. Außer, dass wir noch Silos bauen müssen und am besten so schnell wie es geht. Ja. Sonst fressen uns die Tiere. Achso, wir brauchen Schwein.
Ein Pantoffel ausbuddeln. Dann gehe ich mal. Aber auch sofort holen. Ja. Also nächsten Tag habe ich einen Plan. Ich lasse ein Silo bauen und du kaufst ein Schwein. Okay. Mhm. Gut. Bis in der nächsten Folge. Bye bye.